Ha. Ich. Ich würde sagen, ich habe die Explosion gefunden. Weil hier kommt nicht das Gepiepe her. Seht ihr was? Nö. Eigenartig. Das Eichenlabor. Okay. Sollte ich mir Sorgen machen? Es schien, als war da was drin, was nicht ausbrechen sollte. This looks like Nerd Paradise. Oh, Science! Ja! Rare! Science! Oh, schön! Irgendwas, was ich machen kann? Soll ich es aufbrechen? Schwert? Rubel Transcription Unit 87.9.5. Order number one. Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. Hello, my name is Grubel and I will be serving you today. I specialize in cooking, flipping, and grilling. Grilling, a feature useful only to your obsolete burger flipping brethren, now consigned to the scrap heap. I need you to monitor these readings, Burgle. And isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? Understood. Appending monitor power fluctuations to my prime directive list, deprioritizing grilling. Good. Now get on with it. Reprioritizing grilling. Du hast gefunden, BTO01. Passiert nichts. Ich will hier durch. Wobei es echt eigenartige Geräusche sind. Die mir ein wenig Sorgen machen. Durchsuche oder weiter das Eichenlabor. Ja, wie soll ich denn hier weiterkommen, wenn die Türen sich nicht. Achso, schön war das. Wenn ich hier nicht weiterkomme. Jetzt sag nicht, ich muss alle zum Leuchten bringen. Da ist eine Kamera. Okay. Damit vielleicht zusammen? Okay, frag mich nicht wie. Ich habe einfach nur rumexperimentiert. Einfach nur Knöpfe gedrückt. Oh Gottes Willen. Ich bin fast tot. Merke beim nächsten Mal einfach mit mehr Vorbereitung. Good thing I'm hungry. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Da gehe ich nicht runter. Take a deep breath. Hä?
Achso, gedrückt halten. Hä? Ich war gerade ein wenig verwirrt. Science manager for this project. I am also a robot. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. Ich munte, wurde es aus Versehen von Dr. Tully Spacer geschrumpft. Ich weiß nicht, wie man den Vorgang umkehrt, aber sicherlich finden sich Dr. Tullys Aufzeichnungen Hinweise darauf. Ja. Wo sind diese Hinweise? Ich glaube, es hat sich aufgehangen. Es ist ein bisschen buggy. This is all speculation, because a power surge has knocked out all the systems in this lab. I don't suppose you would know anything about that. No, why would you? Okay, moving on. The batteries here are completely drained, so we'll need to charge them up. In the meantime, I'll stay here and work on repairs. I'm also happy to answer whatever questions you might have. Okay. Hello there. Acting Science Manager Burgle at your service. Was soll ich jetzt tun? Da fällt mir ein, einige meiner Chips sind im Garten verstreut. Mit der Information darauf können wir einen Weg hier rausfinden. Ich werde ihre Position auf deiner Karte markieren. Fortfahren. Für dein Überleben ist es ratsam, dir Werkzeug und eine Rüstung zuzulegen. Außerdem solltest du dir eine ordentliche Basis bauen, denn dieses Labor ist zum Leben eher ungeeignet. Wenn du mir die Chips bringst, werde ich dir zur Belohnung neue Blaupausen schenken. Ich habe außerdem noch weitere Aufgaben für dich, wenn du dir ein bisschen pure Wissenschaft verdienen willst. Kann ich meine Eltern anrufen? Okay, hab's verstanden. Ja, ja. okay, hab's verstanden. Du siehst aus, als hättest du noch Fragen. Ich habe einige Fragen über dich. Was ist dein Zweck? I am the last existing Burger Lad, Mark IV, created by Dr. Tully. Since his disappearance, I have been continuing his research and experiments. Okay, ich bin der letzte existierende Burger Lad Modell Nummer 4, gebaut von Dr. Tilly. Seit seiner Verschwindung führe ich seine Forschung und Experimente fort. Erzähl mir mehr von den Aufgaben. Jeden Tag habe ich neue Aufgaben für meinen neuesten Wissenschaftsassistenten. Ja, gut. Sag nur nicht der Gewerbeaufsicht. Noch eine Inspektion bezüglich Kinderarbeit brauche ich wirklich nicht. Das ist, ja. Wer hat dich gebaut? Okay, gut. There were 14 other Burgle prototypes created, but alas, I am the only one who remains. Ja, würde ich mich mal fragen, warum das so ist, ne? The others were all scrapped. Was sind deine Hauptdirektiven? Cooking, flipping, grilling. Harten Wänden grillen. Was hat das mit Wissenschaft zu tun? Sind Bratengrillen nicht irgendwie redundant? I have been adapting my functionality with the assistance of Dr. Tully. I am also trained in organization, data science and mustache grooming. Bartpflege, Bartpflege. So I suspect you will not be needing the latter for a year or two. Warte mal. Cooking, flipping, grilling. Sind Braten und Grillen nicht irgendwie redundant? Oh, ist eigentlich dasselbe eigentlich fast. Wie sollte ich meinen Burger... Ja! Ja, wie sollte ich meinen Burger braten? Oh, schön. Halt durch.
But if you request well done, I will show you the truth behind my grilling function. Das ist schön. Schön, das gefällt mir. Lass mich dich was anderes fragen. Ich habe einige Wissenschaftsfragen. Ich habe einige Fragen über dich. Ich habe eine Jakob. Was ist pure Wissenschaft? Das Gegenteil von unreinem Gefühlsgriff. Bitte was? I'm afraid I cannot give you a more helpful explanation. So its true nature eluded even to Dr. Tully. Da verliert man auch noch? What I can say is that we observed it to be a byproduct of the experimentation process. Anything yeah. more than that would be pure conjecture. As acting science manager, I am happy to answer your questions. Was ist das denn für ein Ding an meinem Arm? Weshalb hat das so gezwickt? That is one of Dr. Tully's most ingenious inventions. The scanner for the bracelet, aka Scabby. Skip. A portable device which can monitor your vital signs by tapping directly into your bloodstream. Quite the elegant design, don't you? As acting science manager, come on, I am happy to answer your questions. You look like you still have questions. Is there keine anything else I can help you with? The processing speed increased 0.0000000003%. Is there anything else I can help you with? If you have any extra raw, bring me more of my lost research chips, and I'll be able to expand my menu. Ach, die Speisekarte. Okay, wie, hä? Achso, die Chip-Dinger, okay. Ja, okay, trink was, sonst stirbt. Ist nicht euer Ernst, ne? Ich war doch die ganze Zeit hier nur. Okay, ich werde sterben. Lass mich sterben. Ich wollte doch einfach nur hier gucken. Tschüss, Burgel. Es war schön, dich kennengelernt zu haben. Oh Mann. Teen eintauschen. So, Teen. Teen, nein. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's kapiert. Hä? Da. Benutzen. Schlafen. Is anyone else tired? Just me? Ist schon. Ja, gut, dann gucke ich, dass ich. Das hört sich sehr nach einer Krähe an. Blub. That's not so bad. Dann gehe ich mal wieder dahin. Oder auch nicht? Ja doch, komm. Wir holen uns die Sachen wieder und dann hören wir mal das, was Burgle gesagt hat. Und gucken wir mal, dass wir uns eine kleine Base oder so aufbauen, ne? Würde ich mal behaupten. Gucken uns vielleicht noch in dem Labor noch mal ein bisschen um. Ich hoffe, dass unser Kollege da nicht nochmal noch ist und uns meint. Und meint, uns angreifen zu wollen. Bin ich mal gespannt. Guck mal, wie gut wir da unversehrt hinkommen. Jetzt so ohne Verteidigung. Spinni? Nein, danke.
Schau, ob Burgel Arbeit für dich hat. Ja, gut, aber ich muss erstmal dafür hin, ne? Erstmal muss ich da wieder dahin. Sind die tot? Ich würde sagen, ich gehe da aber erst hin, wenn, ja. Wenn ich die Sachen hab, ne? Na, hier sind wir ja schon wieder. Sehr gut. Wenn wir hier wieder raus sind, dann können wir dann immer noch da mal gucken gehen, ob die Krabbelspinnen da kaputt sind oder nicht. Oh, bitte sei weg, ey, ne? Und lass uns in Ruhe. Oder auch nicht. Kommst du durch? Ja? Dann könnte ich dich ein bisschen abhängen. Ist das ein Plan? Ja, ne? Gut, danke. So, die Sachen habe ich wieder. Verdammtes Fleisch. Ich gucke mich jetzt mal hier ein bisschen um. Ressourcenanalyse. Selbst hier habe ich das. Was ist das? Ameisen. Was? Normaler Stuhl. Gut, Ameisen. Keine Ahnung. Ameisenbrocken. Ameisenkopf. Aber da Ameisen, Wanddeko. Okay. Noch irgendwas hier? Ach, was. Das ist praktisch. Verbal Transcription Unit 87.10.25. Order number 73. I find it a wonder that the Burgle Mark IVs never caught on. I believe them to be far superior to the Mark IIIs. Those never lived up to my expectations. How's that? They can only calculate post-cooking burger weights to the nearest tenth of a pound. And they only had enough memory for one seasoning module, salt or pepper. All solved with you Mark IVs, not to mention your most excellent mustaches. Thank you. I will never forget this moment. Nett. Stimmt, der hat ja auch einen Pfannenwender und so. Das habe ich gar nicht gesehen. It is nice to see a friendly face around here. Ich hatte da jetzt, ich habe einige Fragen. Hast du irgendwelche Aufgaben für mich? Ja, komm, mach mal. Three quests arrive each day. For each completed, raw science do I pay. Drei Questen täglich ohne Hohn. Okay. Verfügbar. Geklapper deiner Handwerkskunst. Halte durch das Königreich Vision von Werkzeug und Bauplänen. Schüren der Erfindungsgeist. Rüste dich mit Eichelschaufel. Akzeptieren. Würde ich mal sagen, ne? Rüste dich mit Kleebeinschienen. Und der Wind trägt Geschichten eines neuen erforschbaren Rohstoffs. Wird er Wissen über Tränke, neue Waffen oder exotischen Speisen mit sich führen? Voran auf der Quest nach der Antwort der geheimen Wissenschaft. Analysiere Quarzit. Ja, gut. Nehmen wir mal mit, ne? Schließen. Ich hab doch gerade eben so eine Kassette aufgesammelt. Schade, ich hatte doch gerade so ein Band aufgesammelt. Will er das nicht? Was ist hier nichts? Nein? Hm. Handwerk. Eisenschaufel herstellen. Okay.
Der ist weg. Gut. Der kann uns in Ruhe lassen. Dann gucken wir doch mal wegen den eventuell toten Spinnies. Die sehen zumindest danach aus. Warum? Stapel verschrotten reparieren. Ach, Quarzit brauche ich. Warum kann ich es nicht reparieren? Kann ich mir nicht wenigstens einen neuen Speer herstellen? Geht das? Kieselspeer? Komm. Gut. Dann kann ich mich wenigstens ein bisschen wehren. Fühle ich mich doch dann tausendmal sicherer, ehrlich gesagt. Ich bin hier gerade. Ich bin hier raus, ne? Ja, und dann muss doch hier irgendwo der Durchgang für die Spinnies sein. Ist das hier gewesen? Nein. Hammert Prosperity. Hey, das ist ja mal schön. Eine Kaulquappe. Hier gibt's Frösche, das heißt, ich sollte weggehen, ne? Weil die mich dann, glaube ich, fressen können? Gehe ich zumindest von aus? Hm.